Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blade. Ja, ich habe offscreen ein bisschen von diesen Magan-Essenzen. Ne, das waren die 12 Dinger. Von diesen roten Dinger da, die wir nach den Kämpfen bekommen, gefarmt. Weil die Gegner waren so großzügig und sind immer wieder aufgetaucht, also diese komischen Fliegedinger. Ich habe schon mal auf dem Weg hier alles wieder platt gemacht und ja, das haben wir ja alles gesehen. Damit die uns hier nicht noch stören. Und ja, da hinten respawnen die immer wieder an so eine Klippe und da ist schon der erste Gegner wieder. Was du denn? So, egal. Ich habe jedenfalls, während ich trainiert habe, noch ein paar coole Sachen gefunden. Und zwar einmal kann man hier hin. Oh Mann, verpisst euch. Ich sollte jetzt Shizuka nehmen. Hier hat eine bessere Reichweite für die Viecher. So, hier lang. Bin selber noch nicht hier hochgekommen, um zu gucken, was hier drin ist, aber ich habe diesen Ort hier erst mal entdeckt. Heilender Atem stellt Leben wieder her. Gibt ungefähr 1000 Punkte Leben zurück. Auch cool. Haben wir noch irgendwas hier? Na dann. Okay. So gibt es keinen Fallschaden. So, dann weiter, weiter, weiter. Hier sind wir, glaube ich, wieder fällig. Ich habe genug von diesen Viechern erledigt. Und ja, hoffentlich schaffen wir den Typen jetzt. Wir sind da letztens so unglücklich bei so einem Typen hier verreckt. Und diesmal werde ich auch nicht so geizig über meinen Heilgegenstand sein. Werde ja auch noch rechtzeitig einsetzen. So, und man kann auch hier runter, habe ich herausgefunden, auf die schmerzhafte Weise. Das ist ja schmerzhaft, aber. Ist schon. Ja. Aber nicht überall. Hier kann man zum Beispiel runter. Hui. So. Kann man hier noch. Himmlisches Licht. Hier habe ich übrigens auch noch nichts kaputt gemacht. Ich habe nur hier überall reingeschnuppert, weil ich verpasst habe. Und ja. Die Gegner, die sind immer wieder aufgetaucht. Hier habe ich da oben fertig gemacht. Da war nicht so richtig schön diese Dinger sammeln. Und langsam würde ich mir gern wünschen, dass die auch aufhören kommen, aufhören würden, aufzutauchen. Tatagata-Pille stellt Leben wieder her. Gibt dem Nutzer alles Leben zurück. Okay, cool. Die rüsten einen ja richtig für den Kampf, kann das sein? Okay, jetzt reicht's aber auch langsam mit den Gegnern. So, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Weiß nicht, dann tun wir vielleicht noch vor dem Bosskampf sind unser Leben und so erhöhen. Weil ich möchte auch lebend da rauskommen. Ich schon auf meine Höhe kommen hier. Und einfach überspringen. Ja. Sehr gut. Das Ding, was da bei der Brücke ist, das habe ich auch eingesammelt. Bin dann wieder zurückgegangen. Drücke ich sogar noch kaputt, meine Güte. So. Hier kommt der Typ nochmal. Wie so bekackten Stein auf uns wirft. Ich kann mal überspringen irgendwie, das haben wir schon gesehen. So, Benke, hey, mach du was. War ein trauriger. Au, ist gut, Mann. Und tun wir, falls das geht, jeden Mal die AP kurz erhöhen. Ich glaube, wir werden dann ja auch voll gealt, ne? Soll ich mal ausprobieren? Ja, ich weiß, wir sollen ihn von hinten nehmen. So, ganz vorsichtig jetzt. Ich will dich anvisieren. So. Wir wissen ja langsam, wie das funktioniert. Einfach draufhauen. Und dann kommt er jetzt zum Konterangriff und ja, haut uns voll weg. Am Ende hat er voll losgelegt. Was er echt nicht. Das sollte.
Ich glaube jetzt nicht. Ja, genau das. Ich glaube jetzt nicht zu sehr an. Ich glaube, der tut auch irgendwann mal richtig loslegen. Oh, ja, deswegen. Kamui! Sehr gut. Ich habe ihn schon beinahe tot. So, Benke, los. Kampf der Knüppel. Oh, ich glaube, ich habe für jeden... Stimmt, ich habe für jeden das Ding hier noch aufgefüllt. So, und jetzt komm her. Hole in one. Was? Okay, sehr gut. Das war sehr viel einfacher als beim letzten Mal. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal so Probleme hatte. Aber okay. Weiter mit der Story. Yoshi. Yuko. Muss ich gar nichts in mein Leben und so hier investieren. Super. Haben wir einen Speicherpunkt? Ich würde das gerne speichern. Ah, ja, ja. Oh nein, die Viecher. Geil. Das ist ein Schwert? Eine Lanze oder so. Oh, der Black Sephiroth. Sieht so aus wie Sephiroth, nur mit schwarzen Haaren. Ehrlich. Die beiden kleinen Mädchen, die mir irgendwie Angst machen. あ、やめです。休めさま。あれはあの方は過激用ではありません。天界より使わされし者。 この姿は仮初めに過ぎぬ。人の世は今、この世にあっては我らに貸してはくれるか。この世にあってはならぬ力。それは兵士が持つ怪しい意志のことだ。しかし突然現れた者の言うことなど信じられる。どう見てもお前は過激用ではないか。それは違います。神であるルソン様はこの世に現れるのよ。よって、とどまるためには許しろを必要とするのです。では。そう。 あなた方が過激用と呼ぶその体が唯一適合したのです。しかし、だけども、あの方たちが言われていることは間違いありません。天鋼がそう囁いております。わかった。俺は静かを信じる。武尊殿、共に戦いましょう。よろしく頼む、義経。 静か。そして、弁慶。早速現れろ。行け、義経。ここは私が引き受けよう。この程度私の敵ではない。この先で待っている。ああ、すごい。 So ein Art Tutorial jetzt für den.
Alles klar. Busson, Gesandter der Götter, hat sich mit ihnen zusammengetan. Geil. Bringen sie Kreis und er greift Feinde mit einer mächtigen Druckwelle an. Vorsicht, sie können sich danach erst einmal nicht mehr verwenden. Die Druckwelle verändert sich je nach einer seiner Waffe. Okay, cool. Wie viel AP und der? Okay, ich glaube, wir tun von dem mal ein bisschen erhöhen direkt. Ja, genau darauf habe ich gewartet, dass der letzte Charakter kommt und ich jetzt hier wie blöd meine Sachen aufballern kann. Ich kann zum Beispiel seine Waffen mal verbessern. Kostet ja nur 3000. Ja. Und hier tun wir auch mal ein paar Dinge reinballern. Ich glaube, der Typ sollte ein bisschen mehr KP haben. So. Okay, so wie ich das verstanden habe, ist das irgendwie ein Feind vom ersten Teil. Nehme ich jetzt mal an, sonst würden die ihn ja nicht kennen. Und so feindlich gesinnt zu sein. Und der hat das ist in Wirklichkeit ein Gott hier, der den Körper von ihnen angenommen hat. Alles klar. Autsch. Boah, ich bin abgelehnt. Wow, was hat er? Ja, ich krieg hier voll auf die Möhre. So, komm her. So, pasch. Ich war ein Lanzenkämpfer, cool. Oder ist das ein Schwert? Ich habe gesagt, da ist ein Schwert. Ah, fuck. Einfach kreisgerückt. Aber es sieht aus wie ein Stab, wo zwei Schwerter dran sind. Irgendwie. Hier sein Viergang ist ein bisschen doof. Boah, ich krieg voll auf die Fresse. Hey, ich habe noch so einen Balken, sehe ich gerade. Immer nice für die Druckwelle. Ja, ich krieg hier auf die Fresse. Die Gegner sind mir nicht ebenbürtig, ist klar. Warte mal, R2 und... Okay, das war's gut. Da waren noch ein paar Sachen zum kaputt machen. Ah, okay, gut. Jetzt die halt immer direkt den... Boah. Dass die halt immer direkt den Kämpfer reinwerfen, ne? Ohne dass ich hier vielleicht mal ausprobieren kann, wie das funktioniert. So. Cool. So, wenn man R2 und Weg drückt, macht der noch was anderes. Der hat nur so Dauerangriff, habe ich so. Das Gefühl. Okay, er scheint mit R1 und einen anderen Knopf nichts zu können. Ja, der ist Gewöhnungswurf. So, wie sieht denn die Druckwelle aus? Sah mir jetzt nicht nach einem Angriff aus. Egal. Furchtbare Shichi. Segenartige Klinge, die durch die Rüstung des Feindes stützen, ihre Zähne und dessen Dolch, Fleischwort. Cool. Ich glaube, die Waffe ist ein bisschen besser, so von dem Moveset. Die beiden machen mir so Angst. Ich habe so eine tierische Angst vor den beiden. Aber wir sind schon wieder, wo sind wir denn jetzt? Das ist ein Speicherpunkt, gut. Oh, Benkei. Benkei, komm her. Babs, so. Und hier ist nichts, was? Ich verarschen? Boah. Okay, da kommen wir nicht mal zurück. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, machen wir erstmal irgendwas platt. Aber das war jetzt nicht ein Fehler. Tja, was haben wir denn hier noch so zum Aufnehmen? Wir haben schon wieder genug Punkte. Mal jede Waffe einmal so ein bisschen aufballern. Mit so eine Ordnung ab. Ja, Busson bekommt dann nochmal seine andere Waffe aufgeballert, würde ich sagen. Dann werden wir mal sehen.
Bams. Dann haben wir hier. Hier ist auch nichts. Gut. Er ist 1300, er hat 1260. Und er hat wie oft seinen Dingen erhöht? Auch zweimal. Okay, dann hat Son auch eine natürlich höhere KP-Zahl als Shizune. So, perfekt. Ein Gegner gönnen wir uns noch. Ja, mehrere. Der Weg wurde blockiert. Okay, was ist da? Ach, so was wieder, okay. Der Mascha-Abwehrzauber wurde geschwächt, als die Mascha-Blume zerstört wurde. Das kann aber nicht so einfach sein, oder? Kommt schon. Oh nein. Warte mal, komm her. Nein, nicht auf Schießkammern. Okay, sehr gut. Und da. Sehr gut. Mit Stil. Alle Mascho-Blumen wurden zerstört. Der Mascho-Apfelzauber ist aufgehoben. Yay. Was da war was? Da oben. Nein. Kommt mal her. Hier noch volles Kamui. Ja, den hätte ich töten können. Nein, schon wieder. Ja, jetzt aber. Okay, warum ist der? Ich habe keine Ahnung, egal. Putsch! Putsch! Mitten in die Fresse. Oh Mann, ich glaube, die Gegner sind stärker jetzt. Wir halten ein bisschen mehr aus. Wo ist er? Ist er abgehauen? Der Hund. Ah. So. Sehr schön. Dann. Ich meine, hier sind noch ein paar Gegner, damit der Part gefüllt werden kann. Es kommt vor die lange Cutscene wahrscheinlich. Verdammt. Sah schon wieder so aus. Luson. Ato skoshi de chōjō desu. Ikki ni kimashō. So, ist er jetzt auch dabei? Oh Mann. Oh Mann, noch ein Biss? Hey, dort ab. Alles klar, jetzt sind wir zu viert. So, versuchen wir mal hier. Okay, diesmal hat das geklappt. So, versuchen wir mal hier. Ja, das ist schon besser, finde ich. Platz ab, Platz ab, Platz ab, ich muss hier durch. Lass mich mal kurz durch. Danke, 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 danke. Ja, ich bin gerade ein bisschen mit Eile. Ah! Ihr kriegt mich nie. Ich, wenn ich auf maximal Überschalltempo schalte. Ah! Oh! Au! Na, warte. Mach mal den Angriff. Boah, der zieht fast gar nichts ab. Ich muss doch mal ändern. Kein Wunder. So, dann Yoshitsune macht mal den Rest, glaube ich. Boah, die halten jetzt aber auch richtig viel aus, kann das sein? Da sind halt neue Typen. Ich glaube, das sind neue Typen, die hat man noch gar nicht. Aber was ist das denn? Ja.
Ja, Busum ist auch schon cool. Ich glaube, der ist mehr so für den Einzelkampf geeignet, oder? Lass dir nicht umfallen. Hier war es das? Nein, da kommt noch nicht. Ja, mit den Zielen üben wir noch ein bisschen. Oh Mann. Denke. Au. Wisst ihr euch? Ah. Oh nein. Jetzt aufpassen, wir dafür. Keiner verrecken. Verdammter Dreck. Sticht er mir einfach in den Rücken, wenn ich am Boden liege. Ich krieg die Krise. Ich hab mich gespeichert. Aber ich habe ihn berührt. Oh nein, das ist übel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.